Hi Leute, willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal geht es um das Internet, Internet in Ungarn bzw. Internetanschluss. Ich kann mich da leider nicht auf das ganze Land irgendwie Informationen zu jedem Bereich im ganzen Land liefern, denn unser Versorger bzw. unser Anbieter ist CNET und dieser Anbieter ist nur in dieser Region. Welche anderen Anbieter es noch in den verschiedenen Regionen gibt, das kann ich unmöglich herausfinden. Das ist so verschieden. Zum Beispiel bei St. Gotthard ist ein Anbieter angesiedelt, heißt glaube ich Upinet. Der dehnt sich jetzt in diesem Bereich aus. Da sehe ich jetzt schon überall die kleinen Autos von diesem Anbieter. Aber hauptsächlich hier Glasfaser ist CNET für uns zuständig. Und wir waren froh, als wir hier das Haus gekauft haben, war hier kein Glasfaseranschluss. Und ja, dann ist eigentlich das Haus hier knapp 2 Jahre, glaube ich, einfach nur gestanden, und nach 2 Jahren irgendwann haben wir begonnen hier das Ganze zu erneuern und renovieren und so weiter. Und damals habe ich gemerkt, es ist hier ein zusätzliches Kabel und das geht nur bis hierher und nicht weiter. Und ja, da war dann hat es geheißen, dass es hier Glasfaser gibt, wollte ich eigentlich nicht glauben. Dann war nach einem Monat oder so, haben die irgendwann Kabel weitergezogen. Jetzt ist vorn ein Verteiler, dann hinten ist ein Verteiler und es ist ein recht guter Internetanbieter. Manchmal gab es da Schwierigkeiten, also im letzten Jahr, im Sommer, Ende Sommer, war einige Wochen kein Internet. Da haben wir uns dann ein zusätzliches Internet noch gekauft. Da haben wir jetzt 2 Jahre das Ganze am Hals. Aber wurscht, als Sicherheit ist es gut, wenn man es hat. Aber sonst, unser Anbieter CNET ist hier. Und der hat eigentlich auch sehr gute Geschwindigkeiten. Unser Router, wenn der sogar schneller wäre, das ist nur ein 100 Mbit Router, da würde sogar ein noch schnelleres Internet funktionieren. Also ich sollte das Ganze irgendwann einmal umtauschen bzw. austauschen. Aber die Werte sind jetzt Upload ist 89,8 Mbits pro Sekunde und da Download, das war jetzt Download. Download war 89,8 Mbits pro Sekunde und Upload haben wir sogar einen höheren Wert mit 94,4 Mbits pro Sekunde. Normalerweise ist das genau umgekehrt und der Upload ist weit geringer als der Download normalerweise. Aber hier bei diesem Anbieter haben wir im Vertrag stehen 100-100, also 100 Upload, 100 Download, und das erreicht der Anbieter auch fast komplett, also knapp 90 ist Download und 94 ist Upload. Das ist ein sehr guter Wert. Und da habe ich das Ganze habe ich auch schon mit verschiedenen Anbietern gemessen. Kommen wir ungefähr 1 oder 2 Mbits Unterschied, kommen wir auf die Werte auch hin. So, aber wenn man zum Beispiel den Anbieter in Österreich A1 kennt, da hat man eigentlich kein so wirklich großes Kabelsalat. Ich will euch das Ganze zeigen, wie das hier in Ungarn bei diesem Anbieter ausschaut. Hauptsache funktionieren tut es. Eigentlich ist es ja wurscht, aber das ist man normalerweise nicht gewohnt. Wir haben dort in Österreich ganz ein kleines Kastel gehabt, ein Verteiler, wo halt das Internet, Glasfaser-Internet reingekommen ist, und von dort ist dann ein Kabel weggegangen zum Router.
Hier haben wir außer dem Router noch zwei andere Kasteln. Was das wirklich ist, weiß keiner, beziehungsweise ich jedenfalls nicht, aber das zeige ich euch jetzt einmal. Also Leute, ich habe da ein wenig Licht gemacht. Also hier, das ist der Router, sieht man ja auch an der Antenne. Wir haben dort jetzt vier Kabel eingesteckt für vier PCs, also vier Internetkabel, LAN-Kabel. Und ja, das sind die zwei zusätzlichen Kästchen. Also hier beim rechten Kasten kommt die Glasfaserleitung rein. Was da genau passiert, keine Ahnung. Das wird dann über den weißen Kabel in dieses nächste Kabel hier hineingeleitet. Und dann geht es mit dem gelben Kabel hier in den Router rein. Und das ist dann das, wo wir mit über LAN mit den PCs dranhängen, aber auch über Wi-Fi mit den Smartphones draufhängen. Also Leute, wie man sieht, ein kleines Wirrwarr, Kabelsalat, Internet kommt hier runter, dort in der Ecke kommt es runter, das Kabel, und geht dorthin. Ist anders nicht gegangen, beziehungsweise wollte ich hier haben, aber das Ganze nicht an der Wand montiert ist oder so, komisch, aber eigentlich, Hauptsache funktionieren tut's, und das tut es, das ist es auch. Die Seite CNET werde ich euch verlinken, die ist unterhalb dann in der Videobeschreibung, werde ich den Link hineinsetzen, und da kann man sich dann weiter informieren. Leider ist das Ganze nicht wirklich in deutscher Sprache, aber man kann sich das ja mit dem Google Übersetzer übersetzen lassen. Der übersetzt dann die Seite, und da kann man sich selber informieren. Hier steht dann auch, dass die persönliche Support bzw. persönliche Besuche in den Büros jetzt nicht gestattet sind bzw. auf unbestimmte Zeit pausieren. Das ist ab 2. November in Kraft getreten. Also die haben ein Büro hier in Körmen, dann in Neukanischa. Weiß nicht, ob die in Sollergassen auch ein Büro haben, aber Kundenverkehr ist ausgesetzt derzeit wegen dem Corona-Scheiß, aber wundert mich, warum im Einzelhandel ist es möglich, dass man mit einer Maske einkaufen geht, wieso ist es da nicht möglich, dass man die Kunden empfängt, wenn man auf die Sicherheit achtet. Man kann ja Plexi oder sonst irgendetwas, wenn man schon so viel Angst hat, installieren, und dann kann man ja Kundenbetreuung dennoch weiterführen. Aber wir haben sogar eine Anfrage mal bekommen wegen einem Internet. Derzeit in Ungarn ist alles schwer, was so Kundenverkehr und so weiter zu tun hat, überhaupt was von staatlicher Seite ist, beziehungsweise von Gemeinden und so weiter, die ganzen Behörden, da ist überhaupt der Kundenverkehr abgestellt oder eingeschränkt, ist auch je nach Komitat von Komitat verschieden. Also da muss man sich selber erkundigen. Am besten schaut man sich die Seite an und schaut, wie weit man sich da selber informieren kann wegen der Abdeckung und so weiter. Also derzeit ist es alles ziemlich schwer, irgendetwas zu regeln hier in Ungarn. Das ist ja ein Wahnsinn, dass da überhaupt das Land noch lebensfähig ist. Aber was soll's. Ja, so viel dazu zu unserem Internetanbieter. Also wie gesagt, die Seite unterhalb in der Videobeschreibung verlinkt. Weitere Informationen gibt es dann auch demnächst im Mitgliederbereich. Und sonst hoffe ich, dass die Infos hilfreich waren, dass die Infos weiterhelfen.
Und ja, über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Leben in Ungarn wieder.